Heute ist es allerhöchste Zeit, mal Pflanzen zu würdigen, die vollkommen zu Unrecht viel zu wenig Beachtung bekommen. Man kennt's. Wagt man es, außerhalb des Winters das Haus zu verlassen, wird man sofort von Mücken, Bremsen und Wespen belagert. Man macht tagsüber das Fenster auf und sofort meint irgendeine dahergelaufene, verlumpte Fliege, dass sie jetzt bei dir wohnen dürfte. Man macht nachts über das Fenster auf und sofort meint irgendeine dahergelaufene, verlumpte Motte, dass sie jetzt bei dir wohnen dürfte. Kriegst du aber gar nicht mit, weil du in der Zeit wieder von Mücken belagert wirst und du dich fragst, warum du dir immer noch kein Fliegengitter dazugelegt hast. Nicht, dass das Fliegengitter etwas daran ändern würde, dass Mücken und Wespen dich draußen abstechen und man nicht mal in Ruhe grillen kann. Jedes Mal wünsche ich mir, dass diese Viecher mal richtig von etwas Maß genommen werden. Und hier kommen die ultra ehrenhaften fleischfressenden Pflanzen ins Spiel. Lebende Insektenvernichter, die sich bestens genau darauf spezialisiert haben. Viele dieser Ehrenmänner haben sich unabhängig voneinander zu fleischfressenden Pflanzen entwickelt. Es gibt also keinen Urprototyp, aus denen diese Pflanzen hervorgegangen sind, sondern mehrmals im Laufe der Geschichte hatten einige Pflanzen auch keinen Bock mehr auf diese räudigen Viecher und haben sich dann dazu entschieden, sie von der Map zu snacken. Wortwörtlich. Ich habe mir einige zugelegt, um es diesen scheiß Drecksviechern ordentlich heimzuzahlen. Und es ist schon sehr nice mit anzusehen, wie sich die Pflanzen an diesen fliegenden Vollidioten schön Fett fressen und immer größer werden. Bei mir selber würde ich das Fettfressen jedoch nicht so nice finden. Aber sind wir mal ehrlich, es ist viel zu einfach geworden, fett zu werden. Vor allem Süßigkeiten und süße Getränke sind ein Problem. Kurz nicht hingeguckt und schon hat man sich massenweise Zucker durch ein Energy reingekippt. Aber damit ist jetzt Schluss, denn jetzt ist es einfach, den Zuckerkonsum aus seinen Energy-Drinks rauszustreichen. Mit meinem Partner Holy Energy könnt ihr euch endlich vom Dasein des Zuckerschlürfers lossagen und direkt damit anfangen, euch weniger Kalorien ins Gesicht zu drücken. Weniger Zucker ist immer ein guter Vorsatz. Gerade zum Neujahr demnächst sollte man die Motivation mitnehmen und durchziehen. Denn mit Holy bekommt ihr Energies in vielen geilen, fruchtigen Sorten und das komplett ohne Zucker. Außer die 0,3 Gramm auf ganze 500 Milliliter, die durch die natürlichen Aromen mit drin sind. Das ist ja das Geile daran, dass ein Holy Energy natürlich nach Früchten schmeckt und nicht wie übliche Chemiezeugs, was irgendwie an Früchte erinnern soll. Ich kann mir einfach richtig nice Energies trotz Diät geben. Aber nicht nur Energies, zuckerfreie Eistees gibt's natürlich auch, in so vielen krassen Sorten. Oder der Klassiker, nach dem Sport einen schönen Iso-Drink reinrendern. Gibt's auch von Holy, auch zuckerfrei. Und die schmecken richtig geil. Kann ich mir richtig schön gönnen, ohne auch nur 1 Gramm Fett anzusetzen. Und ihr könnt das auch. Mit dem Starter Set Deluxe könnt ihr euch durch alles durchtesten, Energy, Iced Tea, Holy Hydration, die Iso-Drinks und habt den Shaker gleich mit dabei. Da spart ihr knapp 30% mit und sogar noch 5 Euro Rabatt obendrauf mit meinem Code Rektor5, wenn ihr Neukunden seid. Andernfalls bekommt ihr mit meinem Code Rektor immer 10% Rabatt bei jeder Bestellung. Jetzt ist also der beste Zeitpunkt, das Ganze auszuprobieren oder um sich Nachschub zu holen. Mit meinem Link in der Beschreibung unterstützt ihr mich zusätzlich, völlig ohne Mehrkosten. Ich feiere Holy übelst und rate euch, das auch einfach mal auszuprobieren. Reißt euch vom Zucker los. Wenn schon Energy oder Iced Tea oder Iso-Drinks, dann wenigstens nicht fett dabei werden. Widmen wir uns nun den absoluten Ehrenpflanzen. Die Arten, auf die ich eingehen werde, sind hauptsächlich die Venusfliegenfalle, Sonnentau, Schlauchpflanzen, Fettkraut und Kannenpflanzen. Gibt natürlich noch mehr Arten wie Sumpfkrüge zum Beispiel, aber die sind aus den gleichen Gründen ehrenhaft und so ellenlang soll es hier nun nicht werden. Immerhin gibt es über 600 bekannte Arten von fleischfressenden Pflanzen. Alle fleischfressenden Pflanzen, auch Karnivoren genannt, weil sie Karnivor sind, obvious, wachsen ausschließlich auf nährstoffarmen Böden, wo es kaum Stickstoff, Phosphat oder Kalium zum Looten gibt. Aber anstatt wie eine kleine Memme aufzugeben und einfach woanders zu wachsen, haben diese Gigachats sich dafür entschieden, Insekten zu verknuspern und sich so diese Nährstoffe zu holen. Ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass sie die meisten Insekten ebenfalls für dumme Scheißviecher halten, die man am besten zu Tode trollen sollte. Und genau das tun sie. Interessant ist, dass Karnivoren keine ungewöhnlichen Gene haben, sondern einfach gewöhnliche Pflanzengene zu ihrem Zwecke neu einsetzen. So ist das Gen für die Chitinase-Produktion, also dem Enzym, was Chitin abbaut, das Protein, aus dem die Exoskelette der Insekten sind, in vielen Pflanzen vorhanden. Viele Pflanzen benutzen dieses Enzym zur Abwehr von Schimmelpilzen. Karnivoren benutzen das halt offensiv statt defensiv. Das bedeutet, dass jede Pflanze das Potenzial hat, sich zu einer fleischfressenden Pflanze zu entwickeln. Seid also nett zu beispielsweise Kiefern, sonst entwickeln die noch welche und schlagen zurück. Kommen wir zur ersten Ehrenspezies, die Venusfliegenfalle. So genannt, weil die Fangblätter, nach Meinung der Namensgeber, wie ein Wurst voraussehen soll.
Weiß ich nicht. Gerade im Hinblick dieser Fangzähne mache ich mir da schon leicht Sorgen, an was für Frauen die namensgebenden Männer geraten sind. Wie auch immer. Die Fliegenfalle ist eine Sumpfpflanze, wie viele andere Karnivoren auch, und kommt nur in den Sumpfgebieten in North Carolina, welche sich bis in den Norden von South Carolina erstrecken, vor. Wirklich nur da. Es ist also keine Tropenpflanze, wie viele fälschlicherweise vermuten, und sie ist die einzige ihrer Art. Der nächste Verwandte ist der Königssonnentau, ein weiterer Giga-Chat, was bedeutet, dass die Fliegenfalle zur Familie der Sonnentaugewächse gehört. Auf jeder Seite innerhalb der Falle befinden sich jeweils drei kleine Härchen, die als Auslöser dienen. Wird ein Härchen berührt, setzt es in Form von Calcium-Ionen ein elektrisches Signal frei. Wenn innerhalb von 20 bis 30 Sekunden noch ein Härchen berührt wird, kann auch nochmal das gleiche sein, schnappt die Falle in 100 bis 300 Millisekunden zu. In der Mitte der Falle sind die Zellen mit Wasser gefüllt, was beide Seiten des Fangblattes unter Spannung offen hält. Nur wenn zwei Härchen berührt werden, ist das elektrische Signal stark genug, um Kanäle zu öffnen, die das Wasser in die äußeren Zellen der Falle fließen lässt. Dadurch schließt sich die Falle. Mit den zwei nötigen Signalen zum Schließen verhindert die Fliegenfalle, dass etwa ein Regentropfen die Falle auslösen, so ihre Energie verschwendet, da sie die Falle ja nochmal neu unter Spannung setzen müssten. Ziemlich schlau, was? Das Galaxy Brain der Fliegenfalle hat aber noch mehr Tricks zu bieten. Um weiterhin sicherzugehen, dass etwas Essbares gefangen worden ist, versiegelt die Falle sich nur dann, wenn die Härchen drinnen weiterhin ausgelöst werden. Passiert das nicht, dann öffnet sich die Falle wieder innerhalb von 24 Stunden. Die Fanghaare und die Tatsache, dass sich die Falle nicht sofort ganz schließt, sind ein weiterer Trick. Wenn kleine Fruchtfliegen die Falle zum Beispiel auslösen, können die durch die leicht geöffnete Falle einfach abhauen. Große Fliegen nicht. Es bleiben also nur größere Insekten in der Falle, wo sich die Verdauung auch lohnt. Das kann bis zu 20 Tage dauern, je nachdem, wie viel es zu knabbern gibt. Dieser Feuerkäfer, den ich meiner Pflanze geopfert habe, hat der Pflanze etwa 21 Tage Verdauungszeit gekostet. Eine Stubenfliege schafft sie dagegen in 7 Tagen. Wenn die Falle sich nach dem Fang versiegelt, was so 15 Minuten dauert, nachdem sie etwas gefangen hat, dann verwandelt sich die Falle effektiv zu einem Magen. Die ganze Luft wird rausgepresst und die Beute luftdicht versiegelt. Verdauungsenzyme verflüssigen die Organe und die Pflanze trinkt den Insektenshake voller Nährstoffe genüsslich. Was beim Öffnen der Falle übrig bleibt, ist das unverdauliche Exoskelett des Insekts. Das kann vom Wind verweht werden, aber auch als Köder für neue Beute dienen. Warum überhaupt ein Insekt in eine leere Falle kriechen sollte? Na, weil in der Falle leckerer Nektar ist. Den will man sich doch nicht als dummes Mistvieh entgehen lassen. Und zack, Insekt erfolgreich getrollt. You mad? Wenn eine Falle 5 bis 7 Viecher getrollt hat, stirbt sie ab. Die Fliegenfalle produziert laufend neue Fallen nach, um ihr ehrenvolles Vorhaben fortzuführen. Der Name ist aber übelster Clickbait. In der Natur ernähren die sich zu ca. 5% von Fliegen. Da es kleine Pflanzen auf Bodenhöhe sind, fangen sie zum Großteil Käfer, die da so rumkrabbeln, ebenso wie Spinnen. Spinnen sind zwar auch meistens Ehrenmänner, aber wie sagt man so schön, ein Ehrenmann füttert den anderen. Oder so. Die Ehrenfalle braucht permanent Sonne. In der Natur ballert dort gerne mal 14 Stunden am Tag die Sonne drauf. Wie alle Karnivoren holen sie sich über die Insekten nur Nährstoffe, aber keine Energie. Das heißt, dass sie einen hohen Energiebedarf wegen der Verdauung haben und sie aufgrund der stark modifizierten Blätter nicht großzügige Photosynthesemöglichkeiten haben. Sie sind also auf die direkte Sonne angewiesen. Mindestens 6 Stunden, um zu überleben, 8 Stunden, um wirklich wachsen zu können. Optimal sind 14 Stunden und mehr. Meine hat im Sommer 9 Stunden Sonne und wächst gut, ist aber nicht zu rot. Dafür fehlen einfach die paar Sonnenstunden, um diese Farbstoffe großartig herzustellen. Auf keinen Fall in normale Blumenerde pflanzen, da diese immer gedüngt ist und Nährstoffe im Boden die Wurzeln verätzen. Weißtorf oder noch besser Torfmoos, das man nicht aus Mooren raiden muss, sind perfekt für die Pflanze. Als Sumpfpflanze muss das Substrat entsprechend immer feucht sein, einfach im Anstau von unten gießen. Das mögen die und simuliert die Sumpfumgebung gut. Aber nur mit Regenwasser oder destilliertem Wasser, da sie extrem kalkempfindlich sind. Wer das beachtet, sollte kein Problem haben, sich eine zu halten. Ein Fenster blockt bereits zu viel Licht, also haltet die Ehrenpflanze draußen. Die Venusfliegenfalle ist aber ein Genießer, die wird nicht Unmengen an Insekten fangen. Eine Fliege pro Woche ist schon viel für ihre Verhältnisse. Meine hat im Durchschnitt 2 pro Woche gefangen. Fruchtfliegen werdet ihr damit nicht los, obwohl ironischerweise die kleinen Babyfallen des neuen Wachstumspunktes tatsächlich Fruchtfliegen gefangen haben. Jetzt, wo es kalt ist, hat die Pflanze wie viele andere auch keinen Bock mehr und legt sich schlafen. Die Blätter sterben im Herbst also alle ab, aber keine Sorge. Die kommt wieder, wie die Hureninsekten auch. Die Ehrenfalle wird sie auch nächstes Jahr richten. Wo wir schon bei Fruchtfliegen waren, widmen wir uns nun der absoluten Superwaffe gegen Fruchtfliegen und Trauermücken, dem Sonnentau, auch Drosera genannt. Es gibt über 200 bekannte Arten von ihnen, von denen auch einige in Deutschland vorkommen, wie der rundblättrige Sonnentau oder der langblättrige Sonnentau. Die sind entsprechend winterhart und ziehen sich über die Wintermonate zurück. Die Sonnentauarten haben alle entweder lange, dünne Blätter, die mit kleinen Tentakeln überzogen sind, oder kurze, rundliche Blätter, wo die
die Tentakeln meist kreisförmig angesiedelt sind. Diese Tentakeln haben am Ende einen Tautropfen, also das denken zumindest die fliegenden Fickviecher. In Wahrheit ist es eine klebrige Substanz mit ein paar Verdauungsenzymen. Wenn eine Fliege sich dran bedienen will, und das wollen die, es glitzert doch so schön in der Sonne, dann kleben die da fest und kommen nicht mehr weg. Dass das Ganze eine Falle ist, hätte die Fliege bei dem Anblick der ganzen toten Kollegen, die auch in der Pflanze hängen, nicht ahnen können, die dumme Sau. Also wird sie nun von den Tentakeln an das Blatt gedrückt, wo noch mehr Verdauungsenzyme abgesondert werden und wird vom Ehrentau genüsslich ausgeschlürft. Vollkommen zu Recht. Null Mitleid mit Fruchtfliegen-Hurensöhnen. Der Kapsonnentau geht sogar noch einen Schritt weiter. Um wirklich sicher zu gehen, dass das dumme Opfer nicht entkommt, wickelt es die dumme Beute ein, indem es das Blatt richtig einkringelt. Verhindert auch, dass zum Beispiel ein Frosch die Beute joinken kann. Soll vorkommen, dass sie sich gerne an gefangener Beute bedienen. Aber nicht so einfach mit dem Kap-Ehrentau, der in der Nahaufnahme einfach wie eine Pflanze aus einem Alien-Film aussieht. Ich habe mir so einen Kap-Ehrentau zugelegt und das Massaker, was er angerichtet hat, war einfach legendär. Wie die Venus-Ehrenfalle auch, braucht der Ehrentau volle Sonne, stand also draußen, wo es dank anderer Blumentöpfe ganz viele Trauermücken gab. Ganz, ganz viele. Und der Ehrentau hat sie alle umgebracht. Alle. Die Blätter waren vollgeklebt mit den kleinen Missviechern. Überall Kadaver von Fliegen, in den Blättern, am Boden, um die Pflanze drumrum. Manchmal hingen große Insektenflügel random in den Blättern. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wegfliegen konnte das Vieh schon mal nicht. Das ging Wochen so. Fruchtfliegen-Hurensöhne sind ziemlich dumme Hurensöhne und haben sich gerne in die Erde des Ehrentaus eingenistet. So hat die Pflanze die Idioten einfach gespawnt, weil die so dumm sind und ihren Spawn direkt unter den Fallen setzen. Und nach 4-5 Wochen wurde es still. Alles weg, kaputt gemacht. Ehrentau hat plötzlich mehr als 3-mal so viele Blätter, der hat sich richtig fett gefressen. Klar sind noch Fliegen von sonst wo weiterhin in die Falle getappt, aus der Blumenerde in der Umgebung waren die Viecher aber raus, alle niedergemäht. Vermutlich die heftigste Pflanze, die man gegen Fruchtfliegen einsetzen kann. Braucht die gleichen Bedingungen wie die Fliegenfalle, nur dass sie keine Kälte ab kann und über den Winter drin stehen muss. Geht da nicht anders, aber sonst sollte die draußen in der Sonne stehen, denn für Fruchtfliegen in der Wohnung gibt es eine weitere Pflanze, die hilft, aber da kommen wir gleich zu. Zunächst ein Liebesbrief an Sarazenia, amerikanische Schlauchpflanzen. Wenn ich eine Pflanze zum Gigachat ernennen müsste, dann die. Das sind Sumpfpflanzen, ebenso wie der Sonntau und die Ehrenfallen, die auch finden, dass Insekten dumme Fickviecher sind. Und die haben Hunger. Sehr viel Hunger. Die meisten Sarazenia bilden 50 bis 60 cm hohe Schläuche. Bei der gelben und weißen Schlauchpflanze werden die 80 cm, manchmal auch bis zu 1 Meter hoch. Und die haben Hunger. An dem Fangblatt über der Schlauchöffnung befindet sich Nektar als Köder. Das Ganze soll eine Blüte imitieren und so fliegende Insekten anlocken. Und das funktioniert auch sehr gut. Fliegen bedienen sich gerne an dem Nektar. Wäre nur schade, wenn in dem Nektar, naja, Codein enthalten ist. Und wie schade wäre das, wenn die Fliegen davon angetrunken werden, anfangen zu taumeln und sich nicht richtig festhalten können? Wie schade wäre das, wenn die Fliegen dann in den Schlauch der Pflanze fallen würden, wo sie zufällig von Verdauungsenzymen und Bakterien komplett desintegriert werden? Wäre überhaupt nicht schade, weil das dumme Nuttensöhne sind. Sieht die Schlauchpflanze genauso und schlachtet deshalb massenhaft große Fliegen ab. Was auch immer da reinfällt, kommt nicht mehr raus. Die Innenseite der Falle ist mit einer Wachsschicht überzogen, sodass sich selbst Insekten nicht daran festhalten können. Jetzt könnte man denken, warum fliegen die da nicht einfach raus? Naja, zum einen, weil die dumm sind. Aber zum anderen, weil Schlauchpflanzen Physik studiert haben und wissen, dass es einfach nicht funktioniert. In dem Trichter können Insekten keinen Auftrieb generieren. Einfach hops genommen. Stell dir vor, du bist eine Fliege und kannst nicht fliegen. Komplette Existenzberechtigung genommen. Ich liebe diese Pflanzen einfach. Meine Schlauchpflanze hat an guten Tagen um die 10 Fliegen gefangen. Ja, ich habe das gezählt. Aber das Beste ist, dass sie auch Wespen fängt. Ganz viele Wespen. Jeden Abend habe ich mit Freude einen Blick in die Schläuche geworfen und die kämpfenden Wespen erblickt. Da kann man dann richtig gut schlafen, in dem Wissen, dass die scheißdreckigen Hurenwespen lebendig von dieser Ehrenpflanze verdaut werden. Meine Sarazenia hat locker 3 Wespen pro Tag gefangen. Das sind 90 Wespen pro Monat. Das Beste ist, dass die ganzen toten Insekten in der Pflanze noch mehr Wespen anlocken. Diese kranken Bastarde stehen auf totes Fleisch und das hat eine ganze Eskalation in Gang gebracht. Fliege fällt rein und stirbt, lockt neue Fliegen und Wespen an. Die fallen rein und sterben auch, lockt neue Fliegen und Wespen an. Die fallen rein und sterben auch.
lockt neue Fliegen und Wespen an. Jeder Schlauch war Ende Juli überfüllt, komplett voll. Neue Schläuche, die ja permanent nachgewachsen sind, waren nach 10 Tagen schon mehr als halb voll. Schlauchpflanzen fangen von allen Karnivoren am meisten. Locker. Beim Killcount kann er Sonntau Konkurrenz machen, die Trauermücken spammen natürlich, bis der Chat gesehen wird. Wenn man aber nach Biomasse geht, kommt dann nichts ran. Danke Sarazenia für die Unmengen an toten Wespen, die du mir diesen Sommer beschert hast. Während die Gang draußen alles an Trauermücken, Fliegen und Wespen umbringt, haben sich natürlich wieder Fruchtfliegen ins Haus geschlichen. Hier schafft ein weiterer Ehremann Abhilfe. Das Fettkraut. Das ist nicht fett, sondern die Blätter fühlen sich schmierig an, als wären sie in Fett eingerieben. Liegt an den kleinen klebrigen Tropfen, mit denen kleine dumme Mistviecher gefangen werden und dann einfach auf dem Blatt verdaut werden, indem wie üblich die entsprechenden Enzyme abgesondert werden. Fettkraut mag es gern halbschattig, kann man sich also gut in die Wohnung stellen, wo viel Sonne hinkommt. Die Fruchtfliegen landeten bei mir von ganz allein in der Pflanze, obwohl sie nicht mal in der Küche steht. Die fliegenden Vollidioten wollen sich halt gerne auf der Pflanze ausruhen und etwas daran schlürfen. Wie viele tote Fliegen da schon wieder drin hängen, stört die nicht. Das Ehrenkraut hat einfach im Alleingang verhindert, dass es zu einer Plage kommt, weil es die paar Viecher, die sich hätten ausbreiten können, immer vorher weggefangen hat. Kann ich jedem empfehlen, da sie im Gegensatz zu allen anderen Karnivoren tatsächlich Kalk ab kann. Ehrenkraut kann man also auch mit Leitungswasser gießen. Mexikanisches Ehrenkraut braucht keine Winterruhe, kann also das ganze Jahr auf der Fensterbank stehen, blühen und Fliegen fangen. Sehr unterschätzt diese Pflanze. Gerade wer Zimmerpflanzen hat, sollte sich eine zulegen. Die schlachtet für euch gerne die Trauermücken ab. Zuletzt möchte ich noch den Kannenpflanzen die Ehre erweisen. Nepenthes heißen diese Arten. Das sind tropische Karnivoren, die in Südostasien vorkommen, wie Indonesien, Brunei und den Philippinen. Dort wachsen sie auf nährstoffarmen Böden, wer jetzt gedacht, in sehr kleinen Gebieten, auf denen sich die Arten jeweils spezialisieren. Sowohl im Gebirge als auch im Tiefland. Wie der Name vermuten lässt, wachsen ihnen kannenartige Fallen, wo die Insekten reinfallen und dann von der Flüssigkeit drin verdaut werden. Ähnliche Strategie wie die Schlauchpflanzen, nur dass sie eben eine Menge Verdauungsflüssigkeit selbst produzieren. Nepenthes bringen die größten Fallen aller Karnivoren hervor. Die Nepenthes Raja bringt Fallen mit bis zu 35 cm Höhe und 18 cm Durchmesser hervor. Da hat man schon Rattenskelette drin gefunden. Die macht richtig ernst. Die Pflanzen ernähren sich aber auch zum Großteil von den Ausscheidungen anderer Tiere, wie Ratten oder Frösche, die da kurz mal drin baden und auch entkommen können, oder wenn halt ein Vogel auf ihre Existenz scheißt. Eigentlich frech, aber den Nepenthes gefällt's. Viele Arten können auch Pflanzenreste verdauen und bedienen sich am fallenden Laub. Dumme Huansöhne, auch Insekten genannt, snacken sie trotzdem alle gerne weg. Wenn diese Rankenpflanzen eine gewisse Größe erreicht haben, die können 2 bis 3 Meter hoch werden, dann bilden sie extra Kannen aus, die auf fliegende Insekten ausgerichtet sind. Die Bodenkannen, die sie seit Anfang an haben, besitzen eine Art Leiter, damit es Käfer leicht haben, da reinzukrabbeln. Dies fehlt bei den sogenannten Hochkannen dann, die eher auf das Fangen von fliegenden Insekten ausgerichtet sind. Sie bilden als einzige Karnivorengruppe unterschiedliche Fallen aus, um auch wirklich alle Insektengruppen abzuschlachten. Das nenne ich ehrenhaft. Die zu kultivieren ist aber nicht so leicht, da sie mindestens 60% Luftfeuchtigkeit benötigen, um überhaupt Fallen auszubilden. Dauerhaft. Da braucht man schon ein Terrarium für oder ein Gewächshaus, falls man einen auf 2 Meter hochziehen will. Da gibt's zu viel zu beachten, als dass ich da groß Tipps geben kann. Wer interessiert daran ist, sollte sehr viel googeln, bevor er eine Ehrenpflanze vom Baumarkt mitnimmt. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, Kannenpflanzen sind Ehrenpflanzen. Ebenso ehrenvoll ist, sich über meinen Link in der Beschreibung das Holy Starter Set Deluxe zu sichern, weil ihr mich damit nicht nur ohne Mehrkosten unterstützt, sondern euch endlich von zuckerverseuchten Softdrinks losreißen könnt. Direkt mit 5 Euro Neukundenrabatt mit dem Code Rektor5 oder Rektor für 10% Rabatt, falls ihr euch bereits von zuckerverseuchten Softdrinks losgerissen habt. Und weniger Zucker ist immer gut, wenn man das sich über die Weihnachtstage angefressene Fett wieder loswerden will. Fett fressen sollen sich hier nur die ehrenvollen Ehrenpflanzen. Denn jede Mahlzeit für eine fleischfressende Pflanze bedeutet eine Fliege oder dreckige, abgefuckte Huanwespe weniger. Und das freut uns doch alle, oder? Also, Wespen nicht nur ins Glas und dann draußen freilassen, sondern direkt in die Sarazenia rein. Und alle dreckigen Fruchtfliegen und Trauermücken da draußen sollen sich löschen und ehrenlos vom Sonnetau und Fettkraut wegverdaut werden, okay? Danke. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein.